Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Company of Heroes 3 Let's Plays. Wir haben zuletzt die Nordafrika-Kampagne komplett abgeschlossen und jetzt sind wir in die Italien-Kampagne eingestiegen. Und ich rede gar nicht mehr großartig drum herum. Wir starten einfach mal. Dear Maggie, it's been a while, I know. Sorry, I've never been as good with words as you. I just finished up 5 months in North Africa. Didn't see a single German all the while I was there. We were training mostly, lots of marching up and down, cleaning boots, getting yelled at. Reminded me of Fort Riley. No one knew where we were gonna end up, of course, just that we needed to be ready. One of the Brits, Roy, bent me some chocolate, we'd be heading to Italy. General Buckram arrived a couple weeks back. Seems like a decent guy. Very confident, I guess you'd call it. He doesn't like the Brit General Norton, though. They're like oil and water. Buckram's mood got worse every time he talked to him, and we bore the brunt of it. Nearly wore my fingers to the bone cleaning my damn rifle. Roy got his chocolate a couple weeks back. We're off to Sicily. I was glad to be away from the heat. Not so glad to be wandering around the Mediterranean hoping the German subs wouldn't find us. We all breathed a sigh of relief when they announced we were finally headed to dry land. Captain McKay's here. Gives me some confidence that at least one person knows what he's doing. Well, I guess it's nearly time to leave, so I'd better go find somewhere to sit. I'll try to write more, if I can. Love always, Joe. So, jetzt geht der Spaß los. Strand gesichert, wie sieht's hier aus? We've got troops pinned down by that HMG. Pull them out of there now. Ja, gibt mir noch mehr als die, dann. Thanks, Corporal. Ja, oder so. Those defenses are tougher than they look. Okay. Da müssen wir jetzt erstmal irgendwie vorankommen. So. Ohne Granate werfen. Okay, wir müssen uns schnell bewegen. Hier ist jetzt schon richtig Rambazamba. Sehr schön. Brennt alles nieder. Und der erste Bereich ist gekillt. Können wir gleich nach oben wegziehen. Steppen zurück. Jump to it, boys.
Sehr schön. Wir haben den ersten Bereich gesaved. Perfekt. Right, men. Now the beach is secure and we have a headquarters. You'll need to push up into the town. Crowd forces are going to be dug in deep, so expect heavy resistance. The town square is the key. We capture that, and Jell is ours. Airborne troops are on the way. Things will get a bit easier when they get here. Try to stay in one piece until they arrive. The locals are doing what they can to fight back. Your main goal is the town square. All right. Good luck, men. Alles klar. Dann würde ich sagen, ab rein. Right. We've got a base of operations set up on the beach. But we still need to take the town and clear out the enemy forces. I know for some of you, this is your first time under fire. Just remember why we're here and you'll do fine. Okay, haben wir irgendwie... Now the beach is secure. We've been able to bring in some new equipment. Time to put it to good use. Okay, wir können aber kein weiteres Gebäude mehr bauen. Wir haben nur das. Ein Bazooka-Troop ist auf jeden Fall wichtig. Und so ein Speer-Troop finde ich auf jeden Fall auch, glaube ich, ganz ratsam. Wir haben hier den Strand auf jeden Fall schon mal safe. Wir müssen ein bisschen mehr Vision aufbauen. Sehr schön. Kommt ihr direkt hier vor? Und der Speer-Troop, der wird in der Tat ein Speer-Troop. Ach, schau mal, wir sind am Cap. Okay. Oh, hier knallt es schon richtig. Einfach offen, voll Feuer. Bisschen mehr Vision aufbauen. Schon mal direkt einen Finger über den Headquarter legen für rückwärts fahren. Okay, das scheint aber alles gut zu sein. Jetzt ist die Frage hier drüben. Wenn wir den Spot haben. Sind das alle unsere Truppen? Ah, Tatsache. Das sah gerade aus wie nur zwei. Okay, ihr geht da durch den Garten. Der Tank stellt sich bitte gerade da drüben mit dran. Okay. Crowds have got an anti-tank gun and a heavy machine gun defending the road ahead. Our airborne troops were blown off course and they've landed nearby. Let's go. Ja, wir machen aber erstmal hier. Erstmal hier unten. Alles abfackeln. Direkt den nächsten. Scout Squad is ready and able. Thanks, Corporal. We thought we were gonna miss out on all the fun. Let's go find those crowds. Machen wir. Oh, das war ein Fail. That's the aid post constructed. We can reinforce and heal from there now. That should make our advance a little easier. Ja, würde ich auch sagen. Wir killen noch eben schnell die Pioniere hier hinten. Und den Troop, dass die uns nicht in den Rücken fallen können. So, okay.
Jetzt gehen wir natürlich über die Seite hier rein. Okay. So, genau. Macht hier mal ein bisschen Druck. Ihr lauft hier oben drüber. Fackelt's ab. Bloß aus dem Schussfeld raus. So ist perfekt. Okay, das sieht alles noch sehr gut aus. Und es läuft gut. Wenn ihr so hartnäckig da hinten seid, dann scheppert's bei euch jetzt halt. Und die Fallschirmjäger, die kann ich doch safe irgendwo hinter den feindlichen Linien. Landezone säubern. Sehr schön. Jetzt können wir hier über die Seitenstraße reinfahren. Sehr, sehr schön. Fallschirmjäger, ihr kriegt ein leichtes MG. Und wir haben doch jetzt auch die Speer hier hinten. Die brauchen wir auf jeden Fall hier drin. Okay. Das heißt, die Seite ist soweit gesaved. Flammenwerfertrupp hier rüber. Ihr zieht euch mal zurück. Euch geht's nicht mehr so gut. Schützentruppe ab ins Gebäude. Panzer, ja komm. Das Deppen kannst du noch vor. Genau, und du hältst hier einen Schacht. Dann können uns die schon mal hier nicht über in den Rücken fallen. Ihr geht jetzt hier hinten rum und fackelt die ab. Sehr schön. Ihr macht mir hier mal bitte ein bisschen Sicht rein. Das ist alles clean. Das heißt, wenn, dann ist es hier dahinter. So schießen wir mal die Stadt. Bis hier vor, dass hier die Sicht noch aufgeht. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Oh. Okay, ihr habt das geklärt. Dann geht ihr mal hier außen rum. Ihr macht das. Das Säuberungsteam. Sehr schön. Checkt mal die Ecke aus. Okay, hier ist auch alles clean. Dann geht ihr mal hier rüber.
Nehmt noch den Punkt ein. Ihr seid schon gut voran. Perfekt. Dann können wir hier ja mal noch einen Step vorangehen. Okay. Ja, ja, ich bin ja schon am Stüssel. Noch ein Sniper? Nee. Der Sniper ist noch am Leben. Okay, der schießt aber da auch daneben. Ich muss die zurückziehen. Es gibt hier nichts. Den ziehen wir auch zurück. Und den auch. Und jetzt wird hier drüben das Gebäude weggemacht. Ihr scheppert erstmal hier rüber. Da sieht es doch wahrscheinlich auch absolut beschissen aus. Oh, nicht mal so schlimm. Boah, Rücken. Okay, hier macht hier schon mal Laune. Der Tank hat schon mal viel geklärt. Oh, falsche Taste. Dann hielt ihr euch hier mal wieder hoch. Danach lasst ihr es euch besser gehen. Haben wir hier eigentlich die Möglichkeit, noch irgendwas zu machen? Ja, wir haben halt auch echt noch nichts verloren. An Truppen. Das ist schon mal gut. So, ach komm, ihr seid noch fit genug. Okay, ihr stürmt jetzt hier die Stadt. Lass dir mal Ecken vor. Na, hier ist alles clean. Die Stadt ist leer. Ihr seid jetzt die Nächsten, die vorangehen hier. Ich habe auch noch ein bisschen Artilleriesperrfeuer, das ist sehr gut. Alles wegmachen. Sehr schön. Oh. Die Explosion hat... Wieso sind die denn jetzt weg? We have the town square. Jayla is ours. There's still a long way to go before we take Sicily, but it's a good start. Well done. Sehr schön. Dann war das wohl die erste Mission, die es zu bestreiten gegolten hat. MVP ist Pioneer Troop. Ja, okay, gut, die mit dem Flammenwerfer, die sind halt auch echt richtig ausgerastet. Wunderbar. Okay, an dieser Stelle, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir natürlich auch gerne ein Abo da und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, haut rein und see ya!